und willkommen hier zu einer weiteren Top Smash Tags Bundesliga Würfeldwarf Challenge. Jawolski. Leute, 6 Bundesliga-Packs warten auf uns natürlich. Der Matchtags-Würfel, der Packs-Nighted, der magische Packs-Nighted, rote Würfel, darf auch nicht fehlen. Und wir werden das ja wieder so machen: Aus einem Pack werden wir 2 Spieler erwürfeln, weil das halt die 12er-Päckchen sind. Und es gibt ja dieses Jahr keine anderen Matchtags-Packs. Das heißt, wir haben immer 6 Matchtags-Packs aus einer oder in einer Würfelwurf-Challenge am Start. Und ich bin gespannt, wie heute unser Team aussehen wird. Ich liebe Würfeldorf-Challenges, das macht am meisten auch immer mit am Spaß, weil jedes Mal sieht das Team halt anders aus. Wir haben ja noch nie ein Team erwürfelt, was genauso aussah wie das letzte Team, was wir zusammengewürfelt haben. Und deswegen sind die Videos jedes Mal einzigartig, auch wenn wir schon, das ist glaube ich jetzt mittlerweile die 2. oder die 3. Würfeldorf-Challenge mit der Matchtags-Bundesliga. Ich glaube die 2. zuerst. Und es wird natürlich noch weitere gehen, das ist ja ganz klar, Leute, das ist glasklar. Weil es macht einfach Spaß, es wird wöchentlich Würfeldorf-Challenges geben. Zwar jetzt nicht wöchentlich mit der Matchtags-Bundesliga-Serie, vielleicht die nächste wird dann mit der Matchtags-Champions-League-Serie oder die Katar-Serie von Panini oder. Ich würde sagen, wir gehen rein. Ihr seid auch extremst wichtig, warum? Weil ihr das Team bewertet von 0 bis 10 Punkten unten in den Kommentaren. Aber logischerweise erst am Ende des Videos, weil welches Team wollt ihr jetzt bewerten? Es liegt noch keins auf dem Tisch. Wir gehen rein. Die erste ist die Nummer 2 und der zweite ist die Nummer 1. Also 2 und 1. 2 und 1. Die 2 ist... also Online-Code erstmal geht raus an euch. Die 2 ist ein Frankfurter. Ist ein guter Frankfurter. Even ein Dicker kommt hinten rein in die Verteidigung. So, 3, 4, 5, 6 und das, die 1 ist dann ein Bochumer. Antwi AJ. Boah, ja, würde ich gerne am Ende austauschen. Nkunku wäre geil, Lucas Alario wäre geiler gewesen, Wekos wäre geiler gewesen. Also hier hatten wir schon einige Spieler, die aus meiner Sicht besser gewesen wären als einen Christopher Antwi AJ von Bochum. Und irgendwie fühlt sich dieses Pack dick an. Als würde hier irgendwie eine besondere Karte noch drin sein. Das fühlt sich dick an als das. Ich weiß nicht warum. Die 1 und die Nummer 4. 1 und die 4. Schauen wir mal. Online-Code 1 ist Malik Chow. Malik Chow als Außenverteidiger von den Schalkern. Boah, schwierig. 2, 3, 4, 5, 6. Und jetzt kommt noch die 4 dazu. 1, 2, 3 und die 4 ist eine Starkarte von Augsburg, Ruben Vargas. Und wieso das Pack dicker war, weiß ich auch nicht. Marc-Oliver Kempf, Betonmauer. Wir kriegen Ruben Vargas als Stürmer, Flügel. Bin ich damit zufrieden? Nee. Die Nummer 2 und die Nummer 1. Die 2 und die 1. Online-Code. 2 ist ein Frankfurter. Sebastian Rode. Ja, ist in Ordnung. 3, 4, 5, 6. Und die 1 ist Ukugawa von Bielefeld. Boah. Goretzka wäre geil. Diaby wäre geil. Lacroix. Umut. E-Sportler. Umut Abi. Boah, schwierig. Schwierig. Nummer 4 und... Zweimal Nummer 4. Zweimal Nummer 4. Gönn doch jetzt mal. 1, 2, 3... Meisterschale, immerhin. Aus den ersten 6 darf ich mir einen aussuchen. Kommt hier noch ein geiler? 3, 6. Ich glaube, es kommt kein geiler. Marc Uth, Pedersen, Mbom, Puschas und Höhler. Ich nehme Marc Uth mit. Marc Uth als Stürmer und jetzt nochmal die 4. 2, 3, 4. Es ist Noah Katterbach. Außenverteidiger von den Kölnern. Und ganz hinten noch ein Maxi Eggestein. Also was hier heute passiert, das ist ja schon, das ist ja schon fast illegal. Wieder die 4 und die 2. Die 4 und die 2. Online-Code.
Die 4 und die 2. 1. Ups, upsala. Ja, ich Endo weggeschmissen hier. Erik Dohm. Und wir kriegen den Bayern-Spieler. Wir kriegen Lucas Hernandez. Lucas Hernandez ist gut und Erling Haaland noch dabei. Das ist auch gut, weil der 12. Wurf, der sagt ja aus, wie viele Spieler ich von allen gezogenen Spielern austauschen darf. Und das ist Erling Haaland natürlich sehr geil. 5 und 6. Und jetzt noch die 2. 1 und wir kriegen die Red Bull Arena. Das heißt, ich darf mir aus dem Pack wieder die Karte aussuchen. Thomas Müller. Ballmagnet von Florian Neuhaus und Alexander Esswein. Ich glaube, ich spiele heute mal im 4-4-2. Spiele ich sonst nie, aber spiele ich heute. Warum? Weil ich Neuhaus jetzt ins zentrale Mittelfeld packe. Sebastian Rode auch. Antwia Jay über rechts, Okugawa über links. Und jetzt fehlt im letzten Pack noch der Torhüter. Nummer 3. Letztes Pack Nummer 3. Online-Code. 1 ist Niklas Stark. Oh, ich habe die 3 schon gesehen. Robert Andrich. Robert Andrich im Tor. Die 4 wäre Gelios von Kiel. Den haben wir hier hinten auch noch. Neuhaus, Samaseku, Brekalo, Youssoufa Moukoko und Fabian Holland. Also wir haben einige geile, geile Karten, die ich gerne spielen wollen würde. Oder die ich gerne in unserem Team hätte. Und das ist jetzt die Frage, wie wir das jetzt zusammenbasteln. Also erstmal muss ich jetzt sowieso würfeln und ich würfel jetzt und es ist eine 4. Also die 4 ist heute, glaube ich, meine Lieblingszahl. Also. Eigentlich ist ja safe definitiv ein, eventuell eine Müller, einen Tar. Ich mache mal nach die nach vorne, wo ich sage eventuell die. Also eventuell die oder safety. So, Katarabek könnte man sich auch überlegen. So, St. Just, Goretzka, Kobel, Diaby, Lacroix. Ding, 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 ding. Der Christopher Nkunku, da dann Billy Wekost, warum nicht? Jülichen, okay. Jetzt habe ich, denke ich mal, genügend Spieler in meiner engeren Auswahl. Also safe ist ja ganz klar einen Gregor Kobel. Zack, dann haben wir schon mal eine Position ausgetauscht. So, dann ist auch klar einen Erling Haaland. Für einen Vargas. Haaland und Marc Uth kann man so spielen. Kann man so spielen. So. Dann ist jetzt die Frage, Hernandez M. Dicker geht eigentlich klar, ne? Katterbach und Schau. Eigentlich muss ich Goretzka noch irgendwie reinkriegen. Ich spiele auf Ehrenbruder-Basis Okugawa und tausche jetzt hier, also Goretzka nehme ich rein. Und ich nehme die Yabi nicht, sondern Nkunku so über rechts, übers rechte Mittelfeld. So mache ich das. So mache ich das. Das sind jetzt vielleicht ein paar Wechsel gewesen, die ihr eventuell anders gemacht hättet. Ich mache das jetzt aber so und bin mit diesem Team eigentlich zufrieden. Natürlich hätte ich eine 5 gewürfelt, hätte ich noch hinten links was ausgetauscht, im linken Mittelfeld vielleicht noch. Aber das Leben ist kein Wunschkonzert. Ich habe nur eine 4 gewürfelt und deswegen durfte ich nur 4 Spieler austauschen. Aber ich denke mal, wir haben ein ganz solides Bundesliga-Team hier erwürfelt. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da und denkt dran an die Gesamtpunktzahl von 0 bis 10 Punkten in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns logischerweise beim nächsten Video wieder. Ich bin raus und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.